Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute mal am Anfang, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr auch so gerne stöbert in Wandertauschpaketen, wie ich es tue. Heute im Glow Gang Tauschpaket. Wir sind die Glow Gang, das ehemals Götterboten Tauschpaket. Oder das Paket des Götterboten und jetzt die Glow Gang. Und die Glow Gang besteht aus Frau Moldavid, der lieben Nadine, Frau Stöpsel, der lieben Michelle, der lieben Jenny vom Kanal Into Minds und der lieben Simply Bee, der lieben Biene und mir. Und wir hoffen natürlich, dass die liebe Lydia vom Kanal Make-up Mieze uns auch wieder die Ehre erweisen wird, wenn sie wieder Zeit hat, mitzumachen. Genau. Und das ist die Glow Gang. Und ja, ich habe das Paket wieder erhalten. Es ist groß. Es ist relativ schwer. Und jetzt luschern wir mal rein. Hier ist was für Jenny. Die legen wir einmal zur Seite. Das ist eine Tasche, die sie in der Second Chance haben wollte. Denn auch in diesem Paket gibt es eine zweite Chance für Produkte, die in der ersten Runde nicht genommen wurden. Und es gibt die zweite Chance, um zu sagen, okay, ich will das Produkt doch haben oder die Tasche oder das Make-up oder was auch immer, den Schmuck. Und da hat sich Jenny für eine Tasche von der lieben Nadine entschieden. Und wir nehmen 1:1 raus. Nein, wir nehmen 2:1 raus, genau. Zwei Teile raus, ein Teil rein, damit das Paket ein bisschen schrumpft, weil es wirklich sehr groß ist. So, genug gesabbelt. Ein Jojo. Guck mal, es ist sogar in Herr Muffins Lieblingsfarbe. Möchtest du ein Jojo? Wann soll ich das noch machen? Ja, wann soll er das noch machen, fragt er also. Aber ja? Ich probiere das nachher noch einmal kurz aus. Okay, dann das auch vielleicht, das Jojo. In Herr Muffins Lieblingsfarbe. So, dann haben wir hier dieses Täschchen. War das nicht? Das war mal mein Goodie-Täschchen. Jetzt ist es Nadines Goodie-Täschchen. Sehr gut, Nadine. Sehr gut mitgedacht. Sehr gut recycelt. Hallo, ihr Lieben. Leider hatte ich keine coole Karte am Start. Willkommen, liebe Jenny und Biene. Nehmt euch jeweils eine und eine. Liebe Grüße aus dem Sauerland, Nadine. Dankeschön, liebe Nadine. Die war vor mir dran. Oh, das sind. Oh, ich freue mich. Goodies, hier sind so gut, tolle Goodies am Start. Nadine, also wirklich, vielen, vielen Dank. So lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz doll. Die anderen Mädels werden sich auch sehr freuen über die Goodies aus dieser Tüte aus dem Sauerland. Glaube ich auf jeden Fall. Also ich finde es mega. Dann haben wir hier ein Pocket-Album für 36 Bilder im Format 10x15 von Paradies DM. Ein Fotoalbum, das ist natürlich cool für Leute, die so ein bisschen nostalgisch sind. Aber ich gehöre nicht mehr zu den Leuten mit Fotoalbum. Das darf weiter wandern. Oh, was ist das? Ist es für kleine Herz, wie heißt das nochmal, Eiswürfel? So eine Silikonform? Denke ich mal. Irgendwas mit Silikon und Herzen. Aber das lasse ich mal auch mal weiter wandern. Für jemanden, der da mehr Ahnung von hat. So. Oh, die Tasche ist so schön. Von Kiko. Die Little Mermaid Tasche. Was haben wir denn? Oh, mit der Muschel dran. Oh, wie schön.
Hier gibt es Goodies von Biene. Biene, nach mir kommt Jenny, dann kommt Biene, dann kommt Michelle, dann kommt Nadine. Also, das sind noch, da müssten noch zwei Goodies mindestens drin sein. Ja, also sogar noch viel mehr drin. Das, wir zeigen die Goodies nicht, sondern wir, der letzte, also Nadine durfte die Goodies zeigen, die ich reingetan habe. Jenny, ich darf Jennys Goodies zeigen. Jenny darf Bienes Goodies zeigen, genau so. Also, ihr wisst, was ich meine. Die liebe Biene hat so viele tolle Sachen reingepackt. Wow. So, und da jetzt noch vier Sachen drin sind und wir noch zwei Leute drin davor sind, oh, ich glaube, mich interessiert tatsächlich am meisten das hier. Und dann nehme ich das noch raus. Dann hat Jenny noch zwei Teile als Goodies. Und Biene, falls du die Tasche nicht haben möchtest, mit der schönen Muschel, oh, die ist so schön, dann sag mal Bescheid, ich würde die sehr gerne haben. Ja, die Mermaid-Tasche. So. Hier war mal Schmuck drin. Das fühlt sich jetzt sehr leicht an. Da ist auch nicht mehr viel drin. Hier ist auch der Weihnachtsschmuck drin. Das ist so ein Rentier-Ensemble. Eine kleine Tomato an einem Armband. Und der Panda. Der Glitzerpanda. Das ist eine Kette. Nee, ich glaube, das werde ich nicht tragen. Der Schmuck wandert auch weiter. Oh, Osterdeko. Ostereier. Zur stimmungsvollen Dekoration. Jetzt, ich drehe vor Ostern. Ihr seht das Video aber nach Ostern. Kurz nach Ostern. Ah. Eigentlich müsste ich die ja rausnehmen und dekorieren, ne? Aber das ist so schwierig mit den Katzen, was Hängendes zu dekorieren. Da stehen die total drauf und dann spielen die damit und so. Und nein, ich lasse die Ostereier weiter wandern. Vielleicht möchte das ja für nächstes Jahr jemand rausnehmen. So. Hier haben wir was Schweres. Oh, eine Kerze. Oh. Oh, die ist schön. Oh. Eine Aroma-Duftkerze Ocean Waves. Oh, die riecht gut. Oh, die riecht gut. Die ist schön. Die ist schön und die riecht gut. Die kommt mal auf meinen Nehm-ich-Stapel. Vielleicht Nehm-ich-Stapel. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Leggings, die neue Leggings, die war von der Mieze. Und keiner wollte die bis jetzt haben, weil die allen zu klein war oder zu dick oder zu dünn oder was ich nicht. Die nehme ich jetzt mal raus. Das ist so eine relativ kleine Leggings. Aber die nehme ich jetzt mal raus, weil die will einfach keiner haben. Weil entweder passt sie nicht oder will sie nicht. Ich werde die spenden, da wo ich meine Klamotten immerhin spende. Und die werden sich sehr darüber freuen. Ich frage die Mieze nochmal, ob sie die wieder haben will. Ansonsten spende ich die Leggings. Die kommt mal raus. Das ist nochmal Goodies, glaube ich. Sind das nochmal Goodies? Ja, nochmal Goodies von Michelle. Ja. Von jedem eins davon sich nehmen. Von Michelle. Ui. Oh, super schön. Voll cool. Wer klingelt denn jetzt? Ich glaube, der Mann, mein Mann hat seine
Vielen Dank, liebe Michelle, für die tollen Goodies erstmal. Ich glaube, mein Mann hat seine Haustürschlüssel vergessen. Ich muss mal eben die Tür aufmachen. Gut, dass ich eine Hose anhabe. Nein, der Mann hatte seinen Schlüssel mit. Die Nachbarin, ich habe was für sie angenommen. Der Amazon-Fahrer war das. Ja, wir waren bei den tollen Goodies von Frau Stöpsel. Voll süß und vielen lieben Dank. Tolle, super tolle Goodies. Mein Gott, ihr seid so kreativ. Ich habe auch wieder ein paar Goodies dabei. Ich hoffe, sie gefallen euch. Was ist das? Das könnten auch Goodies sein. In dieser Tüte. Goodies, Goodies, Goodies. Goodies. Ach, das ist von... das ist von der lieben Jenny. Say yes to new adventures. Schöne Karte, behalte ich auf jeden Fall. Ja. Und da Jenny nach mir dran ist, bin ich die Letzte. Das heißt, ich darf diese Tüte behalten und die schöne Karte. Und ich zeige euch, was sie uns reingepackt hat. Und zwar ein richtiges Päckchen. So, ich packe mal eben die Goodies, die ich nicht zeigen darf, in die Tüte. So, so, so. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal, was die liebe Jenny uns gepackt hat. Einen Energy Bar mit Guarana und Superfoods. Ein Quetschi. Oh, ein Quetschi. Von Baby Dream. Pfirsich, Apfel, Banane und Himbeere. Das klingt super lecker. Quetschi. Dann Augenpads im Einhorn Rainbow Style. Und eine Niacinamide Vierfach Hyaluron Tuchmaske. Wow, Jenny. Vielen lieben Dank für den tollen Einstand. Danke euch allen Mädels für die tollen Goodies. Ihr seid die Besten. Die Goodie-verrückten Besten überhaupt. Ich stehe total drauf. So. Dann haben wir hier eine Schachtel. Okay, das ist so Bastelbedarf. Und eine Palette. Die Palette, die Step into Magic Wonderland heißt sie, glaube ich. Nee, into the Snow Glow heißt sie. Von Essence. Die habe ich schon. Die darf weiter wandern. Aber ich glaube, da gab es auch Interessenten für, falls die nicht rausgenommen wird. Dann haben wir Sticker hier. Eulen. Die sind echt süß. Dann gibt es hier Puffy-Stickers. Mit so Emojis. Noch mehr Emojis. Bilder. Oh, hier so. Kätzchen. Oh, Kätzchensticker. Und in den Kätzchenstickern bewegt sich was. Ist ja wild. Dann nehme ich mir einen raus. Die sind ja süß. Voll süß. Ich mag Sticker. Sticker sind was Feines. So. Das packe ich mal hier drauf. Und das da drauf. Oh Gott, hoffentlich hält das.
Oh, Luvia. Color Glam Eyeshadow Palette Criminal Shades Volume 1. What's that? Was ist das? Ich bin fasziniert. Wie geht das auf? Ich bin überfordert. Wie geht das auf? Ah. Oh, das ist ja eine schöne Verpackung für so eine Lidschattenpalette. Mal gucken, was für... Ui. Schimmerfarben. Von Luvia habe ich, glaube ich, mal Augenbrauenfarben gehabt, aber noch nie eine Palette. Die werde ich mal ausprobieren. Wow. In so einem schönen Case auch noch. Die probiere ich mal aus. Was haben wir hier noch? Ein Lacura Augenbrauenstift. Ich glaube, der ist mir ein bisschen zu hell. Der darf weiter wandern. Dann haben wir hier ein paar Boxen. Okay. Eine Gesichtsmaske. Ein Blinky für abends draußen, damit man gesehen wird. Das finde ich sehr praktisch. Aber ich gehe selten abends raus, deswegen brauche ich das nicht unbedingt. Ein Coco Loco Caring Oil mit Kokosnuss. Packe ich mal auf vielleicht. Das finde ich sehr interessant. Für die Nägel ist das Coco Loco übrigens, habe ich das gesagt? AHA Rehab Nail Serum mit Apfel- und Zitronensäure von Train It Up. Das darf mal drin bleiben. Dann haben wir hier ein Ayurveda Inner Harmony Rituals Indian Rose. Oh, 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 oh. Warte. Das klingt interessant. Indian Rose und Himalaya Honey von Rituals. Oha. Body Spray ist das, oder? Ja, Bad and Body Mist. Oh, das riecht sehr gut. Oh, das muss ich behalten. Oh. Wie schön. Das kann ich mir auch schön fürs Schlafzimmer vorstellen. Muss ich mal Herr Muffin dran riechen lassen, ob er das auch mag. So, ich tue mal die Nagelsachen hier in die Tüte. Hier ist noch ein Magic MASA Magic Finish Nagellack in so einem Grautönchen. Finde ich auch schön. Einmal Waterproof Hypoallergenic Make-up Cover. Da wusste Nadine nicht, was es ist. Weiß ich, was es ist? Ich denke mal, es wird ein Make-up sein, oder? Make-up Cover. Aber Make-up benutze ich ja nicht. Dann haben wir hier noch eine Pink Grapefruit Deo Creme drin. Ein oh, Quick Dry with Destiny. Ein Lack von Espressi. Von Essie, ein Expressi. Den tue ich da auch mal rein. Und... Oh,
Ui, ist der schön. Dream in Jelly Sparkle. Ui. Ui, ist der schön. Aber der ist bestimmt durchsichtig, oder? Jelly? Ja, der hat so eine durchsichtige Textur. Ich muss den mal auf den Nagel sehen. Oh, irgendwie hat der was. Es war jetzt schlau beim Stöbern, sich den Fingernagel zu lackieren, aber der ist wirklich, schaut mal, der ist wirklich schön. Oh ja, den muss ich haben. So. Und was ist hier noch? Noch mehr, was ich haben muss? Nein. Seize the Day, den habe ich schon. Ist auch ein Essie. Seize the Day darf weiter wandern. So. Genau. Das ist jetzt die Nagellacktüte. Da tue ich vielleicht noch was rein. Und dann haben wir in diesem hier auch wieder ein bisschen mehr Platz. Passt der Stift da rein? Nee. Da passt nichts davon rein. Okay. So. Ach so, die zwei Sachen waren da noch drin. Die wandern weiter. Jetzt habe ich irgendwas im Auge. So, ein Haar wahrscheinlich. So. Jetzt geht's weiter mit einer Box. Da ist zurückgekommen mein After Sun Produkt. Das wollte keiner haben. Was ist noch da drin? Alles so gut eingepackt, voll gut. Oh, schick. Von Revolution, Cherry Ombre Blush. Das darf aber weiter wandern. Eine Into the Jungle Reval de Loupe Palette. Die ist schön. Sind da nur matte Töne drin? Das würde ja gut zu meiner Luvia Palette passen. Da sind ja nur Schimmertöne drin. Ich probiere die mal aus. Die bleibt mal bei mir. Was haben wir hier noch? Ein Rouge Powder ist zurückgekommen von Alterra. Dann haben wir hier noch eine Nude Palette von Reval de Loupe. Touch of Nude Vibes. Die darf aber auch weiter wandern. Was haben wir hier denn noch Schönes drin? Die war von mir, die Eyeshadow Collection von River Loves Me. Och, die finde ich eigentlich doch ganz nice. Vielleicht bleibt die auch bei mir. Mal gucken. Und dann haben wir noch einen Baked Luminous Bronzer Glowing Golds von Essence. Der darf weiter wandern. So, das war die Pink Box. Da ist relativ viel zu mir zurückgekommen, aber das ist nicht schlimm. Bis jetzt 3 Teile. Das ist in Ordnung. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Oh, das ist schwer. Hier haben wir Pflegeprodukte.
ein Waschgel von BB. Eine Gesichtscreme von Baby Dream. Die nehme ich mal raus, die ist übers MHD. Gucke ich mal, ob die noch gut ist, aber MHD, wenn da drüber ist, dann nehme ich sie mal lieber raus. Einmal ein Badevulkan. Süß. Darf aber weiter wandern. Eine feste Seife. Eine feste Duschpflege, Entschuldigung. Blumig-fruchtiger Duft von Balea. Kommt mal auf vielleicht. Ein All-Blur-Blurring-Pore-Blurring-Stick. Der darf weiter wandern. Ein Spa Moments Body Spray von Cien. Die Handcreme davon finde ich total geil, aber ich brauche nicht noch ein Body Spray. Eins habe ich mir schon rausgenommen. Das ist zu mir zurückgekommen, das Kalin Rouge Intense. Das ist ein Parfum, das keiner haben wollte. Das kommt zu mir zurück. Dann haben wir hier ein Bilou Deo. Das mag ich ganz gerne. Das habe ich auch. Aber vielleicht will das ja jemand anders noch testen. Und dann haben wir noch eine Barbour Spa Handcreme. Die nehme ich mal raus. Und ein Bumble and Bumble Protecting Primer. Wandert das schon länger mit? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, das schon mal in der Hand gehabt zu haben. Das ist so ein Sprühkram, was man eben, was vor Hitze schützt und so. Ich packe das nochmal wieder rein. Vielleicht möchte das ja doch noch jemand haben. So, dann haben wir da auch schon wieder ein bisschen Gewicht rausgenommen. Ich muss mal eben einen Topcoat auf meinen Nagel tun, damit der auch schön durchtrocknet. Was für ein tolles Paket. Die Mädels haben wieder richtig tolle Sachen reingepackt. Ich finde es so cool. Es macht so Spaß. Sehr, sehr schön. Und der Nagellack passt perfekt zu meinen anderen lackierten Fingernägeln. Sehr, sehr schön. Ich mag es ja momentan lieber ein bisschen dezenter. So, und dann haben wir noch eine Box. Eine letzte Box. Tokyo Travels Box. Und dann war es das schon wieder mit dem Glow Gang Paket. Oh nein, ich will nicht, dass es zu Ende geht. Wir haben hier einen Nail Art Duo Designer, ein Dotting Tool und Liner Brush. Das ist ganz geil, wenn man so kleine Kirschen, kleine Herzen oder so machen will. Auch mit Neonail geht das. Das nehme ich mir mal raus. Das finde ich sehr interessant. Und dann haben wir hier noch Palettchen. Schauen wir mal, was für Palettchen sich hier noch verstecken. Oh, die Catrice Metaface Palette. Die war ja ziemlich, die war doch ziemlich gehypt, oder? Die war ziemlich gehypt und dann irgendwie haben alle, die sie gekauft haben, gesagt, die ist gar nicht so toll. Die nehme ich auch noch raus. Jetzt habe ich drei Paletten rausgenommen. Ach du Heiliger. Übertreib halt gleich wieder. Frau Muffin übertreibt gleich wieder. Dann haben wir hier eine BH Cosmetics Palette. Die habe ich selber. Summer Lovin'. Die darf weiter traveln.
Und eine Revolution Palette. Die Unconditional Love Palette. Die sieht so aus. Die darf aber auch weiter wandern. Und somit haben wir uns den Inhalt des Glow Gang Pakets angeguckt. Und ich zeige euch jetzt nochmal, was ich mir davon rausgenommen habe. Diesen wunderschönen Nagellack und diesen wunderschönen Nagellack hier, den grauen. Zwei. Das Body Spray und die Shaping Hand Cream von Barbour. Das sind vier. Dann die zwei Paletten, 5, 6, also die Metaphase und die Into the Jungle. Fünf, sechs, genau. Das Coco Loco Öl für die Nägel und das Jojo, 7, 8. Das Dotting-Tool und die feste Duschpflege, 10. Die Kerze und die Sticker, 12. Die Luvia-Palette, 13. Ja, dann würde ich sagen, packe ich so 7 Teile wieder rein, dass das wieder ein bisschen aufgefüllt wird, aber eben nicht zu voll wird. Dann frage ich die Mädels, was sie von den Second-Chance-Produkten vielleicht noch haben wollen oder auch nicht. Pack das alles wieder ein und schick's zur lieben Jenny. Und ich hoffe, ihr schickt ganz liebe Grüße an die Mädels, falls ihr sie noch nicht kennt. Und wenn ihr sie kennt, grüßt sie trotzdem von mir, vom Muffin. Und wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, ihr dürft gerne kostenlos abonnieren. Niemand zwingt euch, aber ich freue mich sehr, wenn ihr Abonnent meines Kanals werdet und Teil meiner Community. Da freuen sich die Mädels auch drüber. Sind alle in der Infobox verlinkt. Schaut vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!